So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever. Heute mal einen komplett neuen, wir machen einfach eine neue Season daraus und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich. Wir haben ja schon mal Transport Fever, sage ich schon, City Skylines haben wir schon mal gespielt gehabt und ich würde mal sagen, wir fangen komplett neu an. Wir müssen eigentlich eine Straße bauen. So. Habe ich aber überhaupt keine Lust drauf. Beziehungsweise, ich habe schon Lust darauf. Denn ich habe ein neues Profil erstellt gehabt und habe einfach mal rumprobiert. Ich würde sagen, ein Kreisverkehr ist relativ gut für den Anfang. Aber wir machen hier eine Einbahnstraße draus. Hier. So. Machen wir hier eine Einbahnstraße raus. Dann können wir hier ein bisschen noch was bauen. Wie komme ich dazu, jetzt eigentlich mal wieder City Skyliners zu spielen? Ich kam jetzt einfach mal darauf, dadurch, dass sie... ich hatte jetzt vor kurzem meinen Livestream gehabt. Und in dem Livestream kam das recht gut an, City Skyliners zu spielen. Und dann dachte ich mir jetzt so, warum nicht nur mal als Folge? Gut, das sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber... Es ist ein Testsache, also alles in Ordnung. Oh nein. Wie ging das gleich? Hier löschen. Also in meiner Folge habe ich, also in meinem Ding hatte ich das hinbekommen gehabt. So, das bleibt so, denn wir sollen ja aus der Stadt bzw. aus dem Dorf immer wieder hin und her fahren können. Aber dafür machen wir jetzt hier eine große Spur draus, damit es eben eine gute Auffahrtmöglichkeit, eine gute Startmöglichkeit. Ja, ich weiß, ich rede hier viel zu dämliches Zeug für die erste Aufnahme. Wir müssen etwas bauen. Erstmal brauchen wir ein paar Straßen. Wir müssen hier so... Ich möchte das einigermaßen gerade haben. So. Am Anfang würde ich sagen, bauen wir es nicht ganz so groß. Wir machen ringsherum machen wir so eine Hauptstraße daraus. Ja, wir sind einigermaßen gerade. Merkt ihr es? Ein kleines bisschen sind wir schief, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ich versuche schon mal ein bisschen in die Zukunft zu denken, weil es wird immer mehr Verkehr. Wir werten dann eigentlich nur noch die Straßen jeweils auf das Aussehen ein bisschen aus. Und das war's. Wir machen hier oben nochmal mal schnell... Wir machen eben hier... Machen wir so welche Straßen hier. Ne? Wir machen dann... Mal ein bisschen größer. Ja. Oben noch mal. Die Straße wird natürlich viel größer. Wer hat vielleicht schon eine Ahnung, der kann es mal in die Kommentare schreiben, was ich eigentlich wie hier auf dieser Map vorhabe. Ich merke ja gerade, man kann ja richtig hier den Kästchen sehen, wo man ist. Schon gut. Also man könnte hier noch eine Straße reinbauen. Werde ich aber machen. So. Sieht nicht gerade so schön aus, aber es klappt schon. Jetzt brauchen wir natürlich noch Strom und Wasser. Als erstes würde ich sagen, zwei Windkrafträder müssten für den Anfang reichen. Dazu eine Leitung von hier nach hier. Also wir fangen die Stadt genau hier so an. Also anfangen zu bauen. Also machen wir mal hier das Tool an. So. Ich habe einen Mod drauf, das muss ich leider dazu sagen. Ich habe einen Mod drauf und zwar ist es der Autobulldozer. Habe ich drauf. Mehr habe ich nicht oder möchte ich auch im Moment nicht. Wir machen mal Go. Im Livestream mache ich natürlich auf 1. Jetzt in der Aufnahme mache ich das natürlich viel, viel schneller, weil wir möchten ja auch ein bisschen vorankommen. So, Strom. Ah, Wasser, 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 Wasser. So.
So. Wir wollen ja hier, bauen wir noch was hin. So. Ich nehme den Part gerade wieder ein bisschen in Vorproduktion auf. Was bedeutet denn ein bisschen der Part hier, den nehme ich gerade am 10. auf? Also es ist wirklich nicht so weit jetzt in der Vorproduktion. Das dürfte ja doch schon ziemlich gut passen. Warum nehme ich den jetzt auf? Ich habe zwar jetzt Urlaub in nächster Zeit, beziehungsweise habe frei und sowas, aber ich habe da ein paar Sachen vor, aber euch nehme ich dazu nicht mit. Das möchte ich gleich dazu sagen. Komm, wir machen mal hier nicht ganz so schnell. Beziehungsweise möchte ich euch eigentlich... Ich möchte euch schon gerne mitnehmen. Also vielleicht zu einer Sache kann ich euch mitnehmen. Ich weiß es noch nicht. Bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Ein Grund, warum ich auch Cities Skylines aufnehme, nicht nur aus dem Grund, dass es ein gutes Projekt ist, was auch gut, relativ gut, sage ich jetzt mal, ankommt bei euch da draußen, sondern Cities Skylines ist auch ein Projekt, was ich überhaupt nicht schneiden muss. Oder großartig schneiden muss. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich schneide nicht gerne, oh, ich möchte nicht schneiden und so weiter. Es macht schon Spaß. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt, schneiden. Es ist einfach richtig, richtig geil, Projekte einfach zu schneiden. Großer, großer Nachteil daran ist, es kostet extrem viel Zeit und extrem viel Arbeit, die ich im Moment nicht besitze, beziehungsweise wenig oder die Projekte eben nicht dazu besitze. Habe ich natürlich die Zeit, dann schneide ich gerne. Mafia ist zum Beispiel ja so ein Projekt, was ich natürlich schneiden anfange zu schneiden, so. Und ja, das möchte ich bitte nicht anbinden. Wir haben keine Autos hier rumfahren. Warum fahren denn hier keine Autos? Also hier fahren ja Autos lang, aber Straßen sind ja auch richtig gesetzt. Ah, da kommt das erste Auto. Willkommen in meiner Stadt. Halt, stopp, stehen bleiben. Wo geht's hin? Wohnen Perlenresistenz. Arbeitet war. Okay. Ja, jetzt kommen die Autos. Warum ich eigentlich den Kreisverkehr nehme, hat eigentlich auch seinen gewissen Grund. Mein Kreisverkehr lässt sich doch schon. Du hast viel Platz und allen möglichen. Deswegen finde ich den Kreisverkehr recht gut in der Stadt. Ich muss hier aufpassen, dass ich ja noch genug Geld habe. So, wir werden mal hier noch ein kleines bisschen ausbauen. Wasser werden wir jetzt nicht mehr brauchen. So, wir lassen mal noch ein paar Leute hier einziehen. Und dann brauchen wir jetzt unseren ersten Meilenstein. Unser ersten Meilenstein ist 360 Leute. Also das ist ja 0, nix theoretisch geschafft. Und jojojo. Jo, jo. Ich glaube, ihr könnt irgendwann mal mitzählen, wie viel Jahres ich sage. Was steht denn der hier rum? Achso, ist geparkt. Sieht ein bisschen komisch aus, dass er dort parkt, aber. So. Autobulldozer. Wer kennt denn diesen Mod eigentlich noch nicht? Autobulldozer ist eigentlich nur, beziehungsweise, ja. Oh, wir haben es. Grundschule Arztbasis Mülltoponie. Habe ich eigentlich bloß heruntergeladen aus dem folgenden Grund. Die verlassenen Häuser, die müssen ja weggerissen werden. Und deswegen habe ich den Autobulldozer drauf. Der wird einfach nur die Häuser wegreißen. Und ja, aber wir haben kein Geld mehr für die Schule. 10.000. Können wir, oh, wir können die Steuern erhöhen. Das Wichtigste, was man machen muss, ist Steuern erhöhen. Bei den kleinen würde ich nicht höher als 11 gehen. Bei den größeren hatte ich 13 und das war eigentlich auch schon eine richtige Kotzgrenze. Natürlich müssen wir jetzt hoffen, dass man Geld verdient. Mehr Einnahmen 1, 2, Ausgaben 1, 4. Also machen wir immer noch 200 minus das, was immer noch da steht. Wir müssen mal hier schon mal ein
bisschen davon ausgehen, dass wir irgendwann mal mehr Häuser brauchen. Eins kann ich aber auch noch sagen, ich werde im Oktober, die erste Oktoberwoche, das sind die Herbstferien in Sachsen, extrem viel machen, was Streaming begeht. Also ich werde extrem viel, das ist schon mal vorauszuplanen, auf YouTube streamen. Warum denn auf YouTube? Weil ich habe zu dem Zeitpunkt eine viel, viel bessere Leitung. Und dann würde bestimmt jeder so viel streamen, wie das geht. Solange bis die Welt noch da ist. Also, ja, wer jetzt vielleicht anfängt, ja, du machst doch Programmplanung und sowas. Lalalala. Ja, es stimmt, theoretisch. Aber es ist ja kein dauerhafter Zustand. Und direkt eine Planung kann man auch nicht sagen. Es ist sehr, sehr weit in die Zukunft. Bis dahin kann sehr viel passieren. Ich sage jetzt mal, geplant ist bis dahin doch ein Stream zu machen. Ob der natürlich kommt, wie er kommt, mit was er kommt oder sowas, ich kann es nicht sagen. Dafür liegt alles viel zu weit in der Zukunft. Und wir gehen mal auf zweifache. Ja, war doch zweifache. Straßennamen, genau. Das sind natürlich auch Neuigkeiten, die richtig geil sind, finde ich, im City Skyliners. Man kann jetzt hier einstellen Vorfahrtsstraße, man kann den Namen ändern. Das ist natürlich dann die der Hauptmansi. Das ist nämlich die Hauptstraße von der Stadt. Und wenn man auf den Namen klickt, ja, würdiges Dorf, okay, schön. Kann man jetzt eingehen, welche Straße man jetzt zum Beispiel auswählen möchte und was mit der ist. Man kann hier die Routen von allen Leuten sehen auf der Straße, die irgendwie nur hier hin und her fahren. Wir brauchen mehr Strom. Und die Kreuzung. Wir können jetzt alle Kreuzungen einstellen. Wo ich natürlich sage, auf der Hauptstraße braucht man keine Dings hier, außer hier vorne. Hier, hier. So, das ist nämlich hier so die Hauptstraße und hier vorne sollte doch eine Ampel sein. Hier braucht man überhaupt keine Ampel. Und hier genau das gleiche wie dort oben. So. Ja, ich hätte jetzt noch eine Vorfahrtsstraße einstellen können, müssen, sollen. Habe ich jetzt aber vergessen. Und Müllproblem. Müllproblem ist das Größte, was wir jetzt gerade machen müssen. Strom natürlich auch. Machen wir Nummer 2 hier hin. Mit 8 MW ist das relativ im Moment noch ausreichend. Wohngebiete werden gebraucht. So. Wir müssen heute, wenn ich mich nicht irre, Dienstag haben. Ich kann mich auch gerade ganz, ganz doll irren. Ich habe nämlich nicht nachgeguckt. Aber ich kann ja nehm mal kurz auf den Handy gucken. In der Zeit spule ich noch ein kleines bisschen vor. Mit den Streams gibt es natürlich jetzt auch noch ein ganz großes Dankeschön. Den Namen habe ich leider auch nicht gerade im Kopf. Tut mir echt leid. Er hat mich gehostet auf den Streams von ihm. Und da muss ich echt ein großes, großes Dankeschön sagen. Mir fällt gerade auf, ich muss eine Schule noch bauen. Sind alle zufrieden? Passt. Aber wir haben doch schon sehr, sehr viele Leute, die einfach in die Schule wollen. Und wir haben noch extrem viel Zeit, wir müssen mal aufnehmen. Ja, okay, extrem viel. 10 Minuten, Parts reichen für den Anfang doch schon aus. Vor allem, weil ich auch noch ein Thumbnail dafür erstellen möchte, habe ich zwar auch noch morgen bis in die Zeit. Jetzt war ich gerade wusste ich. Wusste ich nicht, was ich machen wollte, gerade auf. In der App. So, wollen wir hier, wollen wir noch alles haben. Voller. Wohngebäuden und hier. Hier werden natürlich viele, viele noch abgerissen werden, aber es ist mir völlig schnurzpiepegal. So, heute haben wir den 10. Heute haben wir den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Dienstag ist heute. Schön. Süßes Gönner zum Dienstag ist was entspannt, das hört sich doch schön an. Und ich würde mal sagen, ich baue hier mal die letzte Straße und dann gucke ich nochmal nach in Twitch, wie die Person hieß, die mir jetzt eigentlich, die mich gezeigt hat,
Falls ich vergessen werde, diese zu verlinken unten, tut es mir echt, echt leid. Ich glaube aber, den nächsten Stream werden wir den hoffentlich wiedersehen, weil der Kunde, bin ich, den so nennen darf, ist richtig, richtig gut drauf. Ich gehe einfach mal auf Stopp. Und ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt nur noch, wenn ich einen Daumen nach unten. Wollen wir weitersehen, wie sich die Stadt hier entwickelt. Wir können natürlich auch irgendwann mal nochmal hier in so eine Ausfahrt rausmachen. Hier rüber in die Ecke. Wir warten mal ab. Mal gucken, was passiert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensi. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Daumen nach oben. Und natürlich das Video teilen. Ciao, ciao.